Hallo und Bibi und willkommen zurück zu einer Folge von Isaac of Binding of wie auch immer. Letztens haben wir drei Runs verkackt. Und wenn ich jetzt schon sehe, dass der 13. Run mit Beans angeschrieben ist, dann weiß ich ja, was jetzt kommt. Nur Beans. Und? Wie soll ich denn das schaffen? Ja. Und ich bin auch noch blind! Hä? Ach so, ich habe 99 Bomben. Ja. Ach so, Homing Shots habe ich übrigens auch noch. Quad Homing Shot ist relativ geil. So eine Scheiße. Muss ich doch hier ich rein. Ich weiß nicht, was ich von diesem Run halten soll. Ich weiß nicht, wo mein Körper ist. Hä, aber irgendwann habe ich doch nicht, keine Bombe mehr. Weil ich die Guillotine habe, die den Kopf so abschneidet und der fliegt dann so um den Körper rum. Man weiß nicht, wo sein Körper ist. Kacke. Weil man immer nur auf den Kopf achtet. Oh, eine Trollbombe. Ah, mach doch irgendwas zu tun. Zerstöre ich hier mal alles. Aber ich habe ja noch genug Bomben. Scheiß drauf, keine zu haben. Oh, ich habe Buttbombs. Das ist Kackbombs. Ja, die habe ich doch auch. Mein ekelhafter Kackarsch da unten. Ja, Buttbombs halt. Ja. Erstmal weiter. Buttbombs habe ich. In den nächsten Raum. Ah, was? Eine Bombe macht Flächendamage mit diesem Shit? Das ist ja dann. Doch schon OP. Auf irgendeiner Weise und Art. Oh Gott. Aber auch auf Art und Weise. Oh, ein Moment. Und genau ein Raum daneben teleportiert ist echt nett. Bad Bombs. Der Fuß. Der Fuß hier. Der Fuß. Der Fuß. Der. Das müsste eigentlich, das müsste sogar ein erfolgreicher Chestrun werden mittlerweile, den Item. Was? Du kriegst einen erfolgreichen Chestrun? Ich nicht. Aber mit den Items? Erfolgreiche Chestruns gibt es gar nicht, wissen. Das ist ein Mythos. Geil. So. Attacks wurden Spoon Speed Up. Okay, Speed Up ist noch okay. Ich wollte sagen Attack Speed Up. Dann wäre ich aber ausgerastet. Warum? Weil ich keinen Attack. Ich habe ja nur Bomben. Ach so. Ich bin blind. Ich bin blind. Fucking Amateur. Kommt her, ihr Bamsen. Und ihr auch. Bam. Ja, klar, fliegt er mir direkt ins Gesicht. 74 Bomben noch. Das ist nicht allzu viel. Gib mein Herz, ey. Fucking Bombfriend, gib mir jetzt ein Herz. Franchise. Nein, Bam, alle zerstört. Ich bin der Bombstörer. Bin das mal alle verwirrt. Ich hätte ja noch ein bisschen Leben eigentlich. Ich wette, der Run läuft darauf hinaus, dass ich keine Bomben mehr habe. Dann ist aber scheiße. Nee, ich wollte nicht öffnen. Egal, jetzt kann ich reingehen. Ja, gibt nichts. Ich hoffe, ich finde so einen Reroll-Raum. Instant alle getötet. Erstmal weiter nach unten gehen, auf der Hoffnung, noch mehr Sachen zu finden. Apprentice. Und boom. Immerhin Schlüssel gedroppt. Hier haben wir noch einen Raum mit einer Fliege. Ja, wie sollte ich da ausweichen? Das war schon wieder gemeines Fuck. Oh mein Gott. Leute, die mich verfolgen. Verfolgt den anderen. Cool, eine Bombe. Hab nur noch 61. Na toll, Envy. Kann ich nicht den Raum wieder aufsprengen? Natürlich nicht. Envy ist ja wohl der beschissenste Gegner von allen. Ja. Der Tat. Ja, vor allem, wenn du keine Schüsse hast. Obwohl.
Jawohl, die sterben ja alle nach und nach. Tada, und dafür habe ich jetzt Schubta-Wuben. Das ist eindeutig besser als die Bone. Da habe ich auch mehr von. Jetzt fängt nämlich der Run an, interessant zu werden. Warum haben die eigentlich nicht direkt so eine Klasse eingeführt, die blind ist? Hätte auch eine gute Idee gewesen. Hätte sein eigener Charakter werden können. Ja geil, immerhin hat er schon mal hart Schaden gekriegt. Wie? Der... Wie, ich bin tot. Ja, bin gestorben, Leute. Also mittlerweile haben wir einen echten Run. Der Fuß kam an und hat Isaac tot getreten. Das ist ja nett. Willkommen zur Challenge 14. It's in the cards. Wird noch Zeit, dass ich gewinne. Am Anfang hatten wir so viele. Oh, ich kann auch wieder angreifen. Das ist ja geil. Wieder Fortune. Mal einsetzen. Hab eh keine Münzen. Erstmal Card of Dex einsetzen. The Magican. Ah, freue ich mich doch schon. The Magican jetzt in meinem Besitz zu haben. Oh, ich könnte eine Bombe gebrauchen. Ich habe eine Bombe. Dann kann ich das hier auch aufsprengen. Mega Man. Um noch eine Kiste rauszubekommen. Das ist ja schon wieder Trolling. Trolling pur. Und da ist eine Bombenspinne. Die explodiert, wenn man sie tötet. Gesehen? Ich ja. Und da ist auch schon wieder Envy. Bester Freund Envy. Und bester Freund Envy. Ich hatte tatsächlich einen Raum eben in der Chest, wo nichts drin war. Das war schön. Ja, zu Recht. Erstmal Magicken einsetzen. Jetzt treffe ich nämlich immer. Zielsuchende Attacken sind sehr gut bei Envy. Kann ich nämlich rumlaufen, den Dingern ausweichen und trotzdem treffen. Wenn ich denn dann treffen würde. Ich hoffe, das hält den ganzen Raum an. Das wäre nämlich echt geil. Ach du meine Güte, so viele Envys. Viele bunte Envys. Viele bunte Envys. Ich lass mich doch nicht von Envy treffen. Wer bin ich? Ja, ich bin ein Raum mit vier fucking Monsters. Der doch gar nicht nötig gewesen. Ja, jetzt habe ich mich zweimal treffen lassen. Danke, Brandon. Aber der Fuß hat die ganze gesehen einfach getreten. Ist ja auch der Fuß. Fuß zu best. Die der oder Fuß die ist links oder rechts, links oder rechts, links. Was habe ich aber hier unten noch? Die Möglichkeit? Ne, habe ich nicht. Das sind undestructible stones. Ach, na toll. Spinne von der Lion. Ah, hab noch eine Bombe gekriegt. Der Fuß, please tu irgendwas. Der Fuß. Immerhin habe ich jetzt hier Gegner, die gar nichts machen. Von denen kann ich auch nicht getroffen werden. Immer wenn ich eine Karte einsetze, passiert irgendwas mit mir, denn ich bin der coole Kerl. The Devil. Na, immerhin, dann habe ich jetzt gleich beim Bosskampf ein bisschen mehr Schaden. Freudig, du bist in Spanien. Du bist in Spanien? Oh yeah. Ein bisschen mehr Schaden mache ich und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es keinen Unterschied so macht, als hätte ich die nicht eingesetzt. Beziehungsweise hätte ich die nicht eingesetzt, würde ich dann noch weniger Schaden machen und das bedeutet, dass ich ja abgefuckt ist. Fuck. Wow, wir haben die letzten drei Runs verloren, den einen hätten wir fast verloren und dann hatten wir den vierten Run, den haben wir verloren, weil ich nicht aufgepasst habe. Jetzt sind wir im fünften Run und das ist ganz okay. Obwohl ich dir auch nicht so viel Hoffnung drin sehe. Vor allem, weil ich momentan gar nicht mehr ausweichen kann. Es, reden und spielen ist immer so eine Sache. Ich bin normalerweise viel besser. Und was bekomme ich? Den scheiß Bandage Ball. Genau den habe ich gebraucht. Ja, das war eine andere Death-Karte, als ich jetzt noch habe. Es gibt zwei verschiedene Dev-Karten, aber diese Erkenntnisse, die zu spät kommen. Schmolo. Egal. Hier ist eine Kiste, die ich zum Beispiel mit einer Bombe freihauen könnte. Und hier ist Gluttony, woran ich dann nicht komme, wenn er was droppt. Das finde ich schon wieder echt geil.
Versuche ihn da in die Ecke zu holen. Komm mal hier in die Ecke bitte, Glatteni. Komm mal, ja nee, nicht so. Okay. Du Spaß, komm hier in die Ecke. Ja, wenn du in der Mitte stirbst, dann kommst du jetzt recht nicht an das Item ran. Du Wichser. Auch zu Blue Baby. Der blöde Wichser. Ja, spawnt genau in der Mitte. Das ist so fair. So fair. Hilfe, Hilfe. Ach du Scheiße, auch noch so eine Spinne. Dieser Run, der ist auch schon verloren, nur weil ich die abgefucktesten Gegner ever. Bin gestorben. Und dann den dritten Run für heute. Der heißt Slow Roll. Ja, das hört sich doch nach einer Menge Spaß an. Der ist witzig, glaube ich. Den habe ich schon gemacht. Ich glaube, Slow Roll ist richtig witzig. Okay, ich habe Piercing Shots und... Wow. What the fuck? Hab tatsächlich mit Sansan geschafft. Ja, ist doch schön. Alter, das ist echt Slow Roll. Also Leute, ich will ja nicht zu viel versprechen, aber den müssen wir eigentlich schaffen. Also ich verspreche immer sehr viel, aber und dann schaffen wir den doch nicht, aber guckt euch das mal an, ich bin Polymeus, Maximus, Randalus. Ich müsste voll Damage haben, ne? Ja eben. Mit vollen Damage läuft das Leben. Oh, ich hätte mit Dampfern den Devil machen müssen. Hm. Tot. Naja. Jux. Happens. Platz, wo setzt ich also? The Happening. Happening. Ja, ich dachte, ich hätte Piercing Shots. Nö, hab ich nicht. Was bedeutet denn das Indianer-Scheiß dann auf meinem Kopf? Okay. Cane Run. Wird Zeit, die Scheiße zu one-hitten. Jetzt hat die Scheiße mir tatsächlich nochmal Schaden gemacht, weil meine Dinger so langsam sind. Egal. Damage und Meat Up. Ja, toll. Jetzt brauche ich kein Damage Up. Ich hab volles Damage. Ist ja wohl ein Witz. HP ab akzeptiere ich noch, aber Damage ab. Boah, nö, ich mach da jetzt nicht die ganze Kacke kaputt, nur damit ich am Ende herausfinde, dass ich eh nichts krieg. So weit kommt's noch. Quatsch, in der Kacke ist voll oft was drin. Ja, aber nicht, wenn ich so langsam bin. Echt, ich habe das Gefühl, ich habe minus Attack Speed. So, ich, das ist dieser Indianer-Pfeil. Ich kann meine, nee, kann ich nicht. Ich dachte, ich kann meine Dinger lenken. Piercing Shots. Ja, aber es geht durch nichts durch. Ich dachte, Piercing Shots wäre dazu da, also durch Sachen durchzugehen. Ja. Ja. Merke ich nicht so viel von. Und wusch. Ein halbes Herz, genau, das habe ich gebraucht. Alles in Ordnung. Ach du Scheiße, ganz schön viele Flammen. Ach, ich würde hier gern alle kaputt machen, aber ich habe keinen Bock zu. So. Als erstes Eis mit Cane, Holy Water. Das ist doch geil. Naja, ich guck mal, was der Boss droppt. Da ist ein... Und dann ein R gedrückt halten. R gedrückt halten. So. Voll schön, R gedrückt zu halten. Mein neues Lieblingstaktik. Ah. Ja, immerhin. Mehr gut gemacht als schlecht gemacht. Zwei Bomben, zwei Schlüssel. Oder zwei Münzen, zwei Bomben. Oh, geil. Geldregen. Damit sind wir über 16, das heißt, ich kann da in den Shop rein. Ja. Nicht so das Geile. Ne, kaufe ich diesmal nichts. Ja, warte mal, ist da etwa ein andersfarbiger Stein? Nein, das sieht nur so aus. Ah, ihr habt die Box Brain gekriegt. Hallo Monster. Oh Monster, du bist ja fast tot. Wie konnte das denn geschehen? Du bist wohl einfach gestorben. Oh, eine Kiste. Mit ganz viel Stuff drin. Und da ist auch wieder die Zecke dabei. Diesmal nehme ich die aber nicht auf. Und Health Down. Das war eine geile Pille. Also diese Pille fand ich jetzt echt gut. Und die Fool habe ich auch noch gekriegt. Die wollen wir alle verarschen.
Oh, ich könnte einfach mal einen Knife nehmen. Das wäre natürlich auch krass. Mom's Knife wäre auf jeden Fall schneller als ich. Oder ich hole mir neues Leben. Ach nee, das ist dieser Hut. Gar nicht neues Leben, egal. Habe ich noch zwei Hearts. Ich werde ja wohl mal wieder was gewinnen. Das ist ja wohl nicht so viel verlangt. Hallo, du blauer Hurensohn. Mein Ach Name. du meine Fresse. Was, deine Fresse? Deine Fresse, meine Fresse. Health down schon wieder, ey. Wie oft kriege ich diese Pille noch? Kann ich dir nicht sagen. Will ich auch gar nicht wissen. Oh. Ah, das ist schon Player geil. Card. Wenn man alles one-hitten kann, aber es ist nicht so geil, wenn man einfach so langsam angreift. Geh jetzt mal hoch. Da ist eine Kiste, die kann ich auch eigentlich öffnen, weil sei es drum, habe ich kein Plus, kein Minus gemacht. Schlüssel aus einer Kiste gekriegt. Was für ein Geschäft. Pistula. Fistula, mein Arsch. NP. Bam. Und das Purified Shit, aber an die komme ich nicht ran. Hier kann Tatsa man auch mal Pistula! gerne Mein Gott! vulgär werden. Macht Spaß, dieser Raum. Dieser Raum besteht wieder nur aus Hassgegnern. So. Und ihr kommt raus und du bist tot. Ich werde trotzdem noch von dir getroffen und. Ist dein Hilfe! Ernst? Guck mich so, wie er Ja. guckt! Das macht mich schon sauer. Wer? Ich habe noch ein halbes Herz, habe ich gerade. Ich bin mir schon wieder eingefallen. Oh mein Gott. Jetzt dieser fucking. Weißt du, nachdem er mich angegriffen hat einfach. Ja, ich kann auch nicht mehr Herzen haben, weil geht nicht. Aber hier ist wenigstens ein für 15 jetzt gekauft. Giant Spiders and Flies. Ich hab nicht mal Spiders and Flies. Wieso habe ich die überhaupt gekauft? Egal. Nehm noch ein Herz mit. Das Geschäfte. Immerhin noch ein Schlüssel gedroppt. Was habe ich für einen Bauer? Mega. Man, war two hit. At least das funktioniert. Jetzt habe ich wieder drei Herzen. Geil, auf in den nächsten Raum. Erstmal wieder Fliegen gesammelt. Ach ja, ach ja. Auch noch ein Darkness Room. Da habe ich doch Laune und Bock drauf. Hat das ein Darkness Room? Ja, alles ziemlich dunkel, man sieht nicht. Curse of Darkness. Ja, komplett alles dunkel. Curse auf. Ach du Scheiße. Das denke ich mir auch immer, wenn ich hier cursed bin. Ja, aber alles läuft noch, alles läuft noch. Du. Mit Ken kriegt man immer die übelst schlechten Items. Was auch. Einfach keine guten Items. Ja, was soll's. Wow, Ja. das ging ab. Ach, was ist denn das wieder? Health Down Pille. Wieso? Dauerhaft. Dauerhaft Health Down. Da sind wieder unsere Freunde von der Faktor. Nachtwache. Oh, Knogger, tut mir leid, dass du so instant One-Hit warst. Blöden Knogger-Kacker. Knochenkacker. Knochenkacke. Ah, ich brauche dich noch für den Boss. Ihr Ciao. fucking Fliegen. Immerhin ist es geöffnet worden. Na toll, Greed. Instant One Hit Down, Motherfucker. Oh yeah! I'm a nigger. Tut mir leid. Aber ich würde schon gern schwarz sein. Dann könnte man solche Witze bringen.
The racist key. Ja, Quatsch. Ich mach gar keinen Schaden. Oh, Tears und Shot Speed Up. Das schönste Mushas. Ich hab keine Lust mehr, den Run zu spielen, R gedrückt halten. Ah, das mach ich bestimmt nicht. Kamikaze zum ersten Raum, R gedrückt halten. Bei mir läuft wieder hart, ey. Bei mir läuft richtig hart. Ja, Cat Cross ist jetzt auch nicht so klar. R gedrückt halten. Als erst. Fetter R gedrückt. Erstmal gucken, was. Immer R gedrückt haben. Der Boss droppt. Erstmal gucken, was. Wenn der Boss jetzt was Gutes droppt, spiel ich weiter. Wenn der Shit droppt, R gedrückt halten. Ah, das ist aber eine löbliche Taktik. Ach du Scheiße, Moms fucking Hand kommt auf mich. Ich habe immerhin die Chance auf Angel. Alter, vier Hände in diesem Raum. Das ist ja wohl ein schlechter Witz. Fucking Hände. Oh, Dingel so. Als erster Boss. R gedrückt halt. Im Zweifelsfall immer R gedrückt halten. Hab nur noch drei Fliegen um mich rum. Life is not fair, doch. Hab fünf Fliegen um mich rum. Life is fair. Komische Geisterbabys. Mehr Fliegen um mich rum. Ah, Rary Junior. Rary Junior. Ja, er ist Rary Junior. Nein, es ist Rally Junior. Ja, da gibt ja noch so einen dritten. Das ist der immer so ernst guckt und irgendwie überhaupt nicht retarded ist, sondern sehr schlau. Ja. Okay, Magic Mushroom. Der Run wird weiter gespielt. Ist Rary Juniors behinderter Bruder? Ja. Mit der Blau, ja, das ist doch Rary Juniors behinderter Bruder. Achso, ich dachte, ihr meint den anderen Larry Junior, der mal so schräg fährt und so behindert guckt. Ey, das ist der Hollow. Das ist der Hollow. Achso. Ja, dann meine ich doch Larry Juniors behinderter Bruder. Ja, genau, das ist der. Ja, der ist aber schon ganz schön behindert. Hier, The Fool. Paralyse ist. Geile Pille. Macht Spaß auf Meer! Zerschießt den Pup, als wäre es nix. Einmal bitte wieder Fliegen auffüllen. Wow. Wow. Oh mein Gott, da wurde ich tatsächlich noch getroffen. Dead Skill. Wie ich auch aussehe, ich habe voll die Löcher im Gesicht. Bamsen. Geh ich ab, Alter. Ich geh ab wie ein Arschloch. Quatsch. Bam. Oh, hier, das ist aber ein günstiger Shop, der ist alles reduziert. Achso, ich habe ja auch Dingens. Ah, kann ich aber nichts mitnehmen. Nee. Ist zwar alles billiger, aber da ist nur Rotz dabei. Ach du Kacke. Komm her. Und du. Easy wie eine Butterwurst. Ach cool, ist einfach weg. Dann würde ich mal sagen, auf zum Boss. Na, wenn das nicht Krieg ist. Wenn das nicht Krieg war. Mal gucken, was uns der gute alte... Hä, was ist das denn? Was ist denn dieses... Ach, das tut das Schatten wahrscheinlich, ne? Rotten Baby, mein Lieblingsfreund. War eine Fliege für mich. Aber wenn ich mir jetzt Judas Schatten hole, kann ich den Run ja eigentlich gar nicht mehr verlieren. Bin ich ja als Judas wiedergeboren. Ja, dann bist du aber Judas. Der ist das nicht egal für den Challenge Run. Was ist denn diese. Wenn du Challenge Run machst, ist egal. Dieses Herzband um dich rum. Also, das ist so ein Herz und so ein Band. Ich bin jetzt wieder rausgegangen. Ja, das war so ein Herzband. Sah schon cute as fuck aus. Ich
Ich nehme jetzt hier schon HD Plus aus wie cuten Katzenmädchen für 3 Tage. Cuten Katzenmädchen, ein Schlüsselbagger natürlich, in so einem fucking... Ich habe 2 Schlüssel bezahlt, damit ich in einem Raum mit einem Schlüsselbagger komme. Schade. Kothaufen. Düt, Kothaufen. Düt, Kothaufen. Wir lieben Kothaufen. Ich möchte gern saufen. Die Kothaufen. Das wäre so klasse. Auf die Fresse. Ich bin retarded. Und das gebe ich zu. Das ist überhaupt nicht die Melodie, aber ich hau zu. Nacro spielt Chivellari, Chivellalalu. Ach nee, Geister von der Bahnhofsmission. Ich hasse Geister von der Bahnhofsmission. Die denken mal, die werden die 8. Du meine Güte, sind das viele Bomben. 2 Schlüssel für 8 Bomben ist eigentlich ein echt geiles Geschäft. Tanuki. Das wäre geil, wenn du Daddy Longlegs hättest. Erstmal 2 Schlüssel ausgegeben für diese Anzahl an Bomben. Tanuki. Ich will gar nicht Tanuki sein. Doch, willst du. Glaub mir, jeder will einmal Tanuki. Ich bin zu spät Tanuki geworden. Jetzt stecke ich hier irgendwie fest und komme nicht mehr raus. Das habe ich mir nicht zu Ende überlegt. Ja, das ist natürlich trauriger. Oh, ich habe tatsächlich den Geheimraum gefunden, das ist cool. Mit einem Schlüssel und einem Schlüsselbagger. Ich glaube, ich spinne. Dieser Run verarscht mich immer wieder aufs Ach, du meine Güte, Geist. Ach, du meine Güte, und da ist er tot. Ach, du meine Güte, ganz viele... Ganz viele bunte Flammen. Mann, das war voll nutzlos. Ich will nicht Tanuki. Dann kann ich gar nicht anfangen. Oh, cool. Weiter. Gekauft. Für 3 Seelenherz gekauft. Oh yeah. Motherfucker. We're going straight to the head. Ist schon Mutter? Sorry. Tatsächlich. Isaac! Oh, ich kann einen Boss Rush machen. Hä? Aber damit gebe ich wahrscheinlich den Sieg auf mein fucking Challenge Run auf, wenn ich dann verrecke im Boss Rush. Ja. Ja, dann mache ich das nicht. Ich konnte das bei manchen Challenge auch. Hab mich dann dagegen entschieden. Weil das keinen Sinn macht. Ja, aber die Frage ist, ob man dann trotzdem gewonnen hat. Nö, ne? Hat man nicht. Nein. Oder was? Also dir wird kein Achievement angerechnet, weil du in Challenges kein Achievement kriegen kannst. Stimmt. Erstens ist doch hart dumm. Ja gut, wenn der Run weitergehen würde, wäre das nicht so dumm, weil man dann extra Item hat, aber so. Ja, der Run geht schon weiter. Danach. Hä, echt? Ich kann ja nicht weiter. Ja, kommt drauf an, wo das endet. Ja, hier ist der Pokal. Wenn nach warm Ende ist, kannst du einfach dann schon den Run beenden. Hast du gewonnen? Ja, mach ich jetzt. Danke fürs Zuschauen, Leute. Das war unser Run des Tages. Und ich habe den Swallowed Penny bekommen. Ja, ist ja krass. Girly fucking Junior.